Warte, was? Warum ist jetzt der Stuhl da? Der Apfelstuhl, was der... Huhu. Ah, ich sehe es da. Das ist so ein riesiger Stopfen. Hier, ne, also ungefähr hier, schaut mal hier hin und jetzt Fensterwechsel. Huhu. Dieser Reifen an der Kette. Da. Ich glaube, der ist gerade rausgegangen, als das Fass gezogen wurde. So, kommen wir jetzt hier rein. Hier. Irgendwie, hallo? Strudel. Na dann, halt aus, Goal! Ich bin unterwegs! So, haben wir die Kanalisation gesprengt, oder was? So, das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Ja, mach da mal, du Blechbüchse. Ach, war das ekelig. Oh, aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Ekelig, komm Rufus, das kannst du nicht machen. Was soll denn das? Knopf! Ich drück auf den Knöpfchen, Junge. Hochboot. Da ist es also, das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Was? Moment mal. Da ist es, was? Falsche Stimme, du hast keinen Anzug an. Hier müssen die Aufstiegscodes eingegeben werden. Es gibt aber auch einen Datasettenschlitz. Ja, dann schau mal hier hin. Hallo? Tresor. Ohne den Code zu kennen, sollte ich das lieber nicht tun. Ich könnte einen Alarm auslösen. Auf einmal ist es ein Problem, oder was? Paravent. Also dieser Innenarchitekt gehört aber wirklich des Landes verwiesen. Dick. Aha. Argus, sein Diktiergerät. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Memo an mich. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3. Irgendwas mit 4, 4, 3. Ach, wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. So, rein in die albernen Klamotten und dann die Datasette holen. So eine Scheiße. Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Und den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. Na großartig. Jetzt sehe ich ja aus wie ein Fatzkengeck. Aber das war ja wohl auch der Plan. Der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Mit wem redest du? Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnern könnte. Appenbot! Sie haben ge... Huch, Alarm! Unsinn, Oppenbot, die Pfeife. Ich bin es, Argus. Ich trage nur das Kostüm für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Wissen Sie etwas darüber? Tja, da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. So. Was geht hier? Play, Eject, Record. Bevor ich die Nachricht überspiele, sollte ich... Den Code merken. Eject. Okay. Bringt mir das was? Hier ist deine Datasette. Ach, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel. Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa ich? Beim Barte des Propheten. Langsam werde ich mir schugge. Als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Mhm. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir.
So, ey, jetzt ist aber keine Datasette drin. So, jetzt aber. Hm? Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo? Hallihallo? Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich mit mir! Hallihallo? Ja, ich kann mit dir sprechen. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet I am an EDOT. Ja, schön. Der Code lautet 4437. Befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Nicht im Tresor, sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Ja, wir können es selber auffliegen lassen, das ist schön. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Halt, stopp! Negativ! Kommando zurück! Gerade ist mir nämlich Folgendes wieder eingefallen. Ich wollte es trotzdem ausprobiert haben, so. Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Was soll denn dieser Unsinn? Das kann ich doch unmöglich selbst gesagt haben. Habe ich ja auch nicht. Hör gefälligst richtig zu. So, komm. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet I-M-N-E-D-O-T. Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich I-M-N-E-D-O-T? So ein Unsinn. Korrektur. Na gut. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Also 37 oder 73? Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbot? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbot? Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Alter. Der hier? Nein, der? Alter, was geht? Auch nicht. Wer soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können? Ich. Ich muss mich Diktiergerät. Schreibtisch, Alarm aus. Nee, ich will weg. So, Fenster. Raus. Kann ich hier? Ich muss ja was Neues aufnehmen irgendwie. So, Play. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet 4473. Aha. 4473. Vigols Geburtstag. Was? Nein, warte. Der war 4437. Oder 4347? 4711? Naja, egal. Hauptsache, man kann es sich gut merken. 44 irgendwas. So ähnlich wie Golds Geburtstag. Ja, du bist so ein Held. 4473. Ich kann es wahrscheinlich sowieso nicht eingeben, also ist egal, ob ich mir merke oder nicht. Warte mal, Moment. Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. So. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet I-M-N-E-D-O-T. Ja, das ist lustig. Aber bei genauerer Betrachtung wird mich das nicht wirklich weiterbringen. Ich probiere lieber nochmal was anderes. Ach, na gut, 4437 war ja schon. Ruf. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Ob das was bringt? Das könnte gut werden. Oh, es war scheinbar richtig, okay. Okay, warte. Dann einmal für dich. Und Alarm aus. Das war dann wohl der richtige Knopf. Oh mein Gott, du bist so blöd. Geschafft, Herr Amtmann. Vielleicht auch nicht. So. Na also, wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Und jetzt nichts wie weg hier. Okay. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen.
Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Dass es sich nicht wundert. Aber gut. Mit Argusaugen. Haha, witzig, egal. Das ist jetzt nicht so gut. Ich könnte... Fenster! In Argus Büro. So, 4473 Rufus, komm. Also, wie war das? Mach pronto, Junge. I-M-N... Nee, Moment. Oh, verdammte Kiste! Alter, wie schlecht. Was? Bei diesem Lärm kommt doch kein Mensch. Was ist denn das für eine Tarnung? Hoppenbott! Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! Können wir jetzt? So, jetzt aber. Wie war das nochmal? 4473. Ja, Golds Geburtstag. 4473. Richtig. 7-3. Nein, warte. Nicht Golds Geburtstag. Ach ja. Das war ja auch nicht Golds Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. Ja, toll. Datasette. Die Aufstiegscodes. Endlich. Können wir einfach gehen? Es war zu einfach, okay. Oh, wow, wow. Schau, da ist noch ein Rebell. Los, schnapp ihn dir. Oh, oh. So. Ah, wir verstecken. Ah, okay. Wo ist der hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen. Da, hinterm Schreibtisch. Schau doch hin. Moment mal. Ja. Da kauert doch jemand. Bazinga, Junge. Hey, du, komm sofort da raus. Jetzt bald oder muss ich dir Beine machen? Haha. Okay, wir haben uns auch verkleidet. Herr Amtmann, sind Sie das? Natürlich bin ich das. Wer denn sonst? Sehen Sie zu, Mann. Ihr Kollege braucht Hilfe mit diesem Eindringling. Sehr wohl, Herr Amtmann. Ihr seid alle so blöd, ganz ehrlich. Soll mir aber nur recht sein. Okay, kann ich jetzt hier weitermachen? Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Ich wette, ich bin schon viel näher am Ziel als die anderen beiden. Ich frage mich, was die so treiben. Warum habe ich so geblinkt? Achso, ich darf jetzt nicht weitermachen mit ihm, oder was? Brauche ich nicht, okay. Jetzt kann ich einfach reingehen. Hoffentlich. Jawohl. Und Cut!